Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Diablo 3 steht heute auf dem Programm und wir zocken hier einfach mal volle Kanne weiter. Ohne Rücksicht auf Verlust wird hier gezockt einfach. Skaros Wurmkocher. Das ist der erste Gegner, der uns hier in diesem Part entgegenspringt und wir haben ihn gegrillt einfach mal. Während der Magier-Clan-Kriege beschworen die Wistscherei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umher patrouillierten, wurde die Haut der Dämonen hart wie Stein und Dreck verkrustet. Am Ende überdauerten sie ihre Meister. Heute verraten nur noch die leuchtenden Runen auf ihren Schädeln ihren wahren Ursprung. Also ich muss zugestehen, dieser Part beginnt relativ geil, ja? Habt ihr gesehen, was ich gerade für krasse Schuhe daraus gezogen habe? Überdauernde Läufer. What the fuck, wie gut ist dieses Item? Ich kann meine Begeisterung kaum in Worte fassen. Deswegen blieb mir nichts anderes übrig, als das euch nochmal extra zu zeigen sogar, damit ihr das mit euren eigenen Augen seht. Sonst glaubt mir das ja keiner, wenn ich euch einfach hier irgendwas behaupte, von wegen voll das geile Item gefunden. Ja, der labert wieder. Aber in Wirklichkeit ist es voll das geile Item gewesen. Und guck mal, hier geht's weiter. Hier ist Kopf des Zoltun Kul. Der uralte Wächter hatte ein Problem damit, dass wir das aufgehoben haben, scheinbar. In einer Woche brechen wir zu den trostlosen Sanden auf, um Kuls versteckte Archive zu finden. Keiner von uns weiß, was auf uns zukommt. Wie weit hat sein Wahn ihn getrieben? Wie viel Macht hat er auf seiner wahnsinnigen Suche angehäuft? Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Ich glaube, ich verkaufe meine ganzen Sachen, die ich nicht ausrüsten werde. Die Zweihandwaffe ist einfach so fucking gut. Treues Andenken. Die werde ich so bald nicht ersetzen. Deswegen kann ich den ganzen Shit hier einfach verkaufen. Wir müssen sowieso zurück ins versteckte Lager und dort mit Adria plaudern. Wir haben jetzt ja den Kopf von Zoltun Kul. Mal gucken, was die damit macht. Vielleicht kocht die eine Suppe damit. Man weiß es nicht. Aber erstmal verkaufen wir Zeug, ja. Den ganzen Käse, der sich hier schon wieder angesammelt hat. Das ist ja hier, das vermehrt sich wie, was vermehrt sich sonst so? Weiß ich nicht. Arkanstaub. Ich weiß nicht, ich weiß doch auch nicht, wofür man die ganze Zeug hier braucht, Alter. Müsst ihr mich doch nicht fragen. Ich pack's einfach auf meine Bank. Vielleicht benutze ich es irgendwann mal. Lea, bist du in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Es tut mir leid, dich so fordern zu müssen, aber es muss getan werden. Ich weiß. Es ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Ich lebe wieder. Zoltun Kul, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Distanzreise. Aha, epische, krasse, supergeile, stinkende Füße. Seltene Stiefel. Aber ich glaube, meine sind doch noch eine Nummer geiler. Eine Hausnummer geiler. Und guck mal, wie geil die auch aussehen, meine. Ey, die sehen richtig sportlich aus. Kann man richtig schön umher rumtraben. So, Zoltun Kul. Was geht denn ab hier? Was willst du hier? Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Oh nein, bitte nicht, Lea. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen.
Du laberst doch bestimmt nur wieder zu viel. Könnt ihr euch darauf verlassen, dass etwas nicht stimmt? Oh, unsere Gruppe wird immer größer. Ey, wir haben jetzt so viele Begleiter. Zum einen natürlich Schuft, ne? Das ist ja der Boy, der die ganze Zeit schon dabei ist. Unser Best Friend, unser Homie. Außerdem ist Lea dabei. Toll. Die olle Kuh, ey. Die labert nur die ganze Zeit. Das ist eine richtige Plaudertante. Und dann haben wir auch noch Kull. Den richtig coolen Typen. Mal gucken, was es mit dem so auf sich hat. So, wohin teleportationieren wir uns denn am besten? Die Oase von Dalgur. Ach ja, stimmt. Jetzt sind wir wieder hier. Ihr seid wirklich interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Was wollt ihr damit andeuten? Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit. Ich habe schon eine berechtigte Vermutung, wo wir hin müssen, denn als wir damals hier oben waren, habe ich ja schon gedacht, what, wieso geht's hier nicht weiter? Das waren meine Gedanken, ja, genauso abgehackt und jetzt glaube ich, dass wir genau dahin müssen, denn das sah einfach nicht so aus, als ob da einfach eine Sackgasse sein könnte, die niemals in diesem Spiel benutzt wird und deswegen glaube ich, dass das da jetzt weitergeht, wo wir den neuen Questschritt hier erreicht haben. Wäre immerhin richtig, richtig sweet und ich laufe hier voll um den Pudding, was überhaupt nicht schlau ist, weil da müssen wir nicht hin. Da müssen wir einfach nicht hin. Stattdessen muss ich mal ein bisschen mehr auf die Karte Oh, Lea, ich wusste es. Hör auf zu reden. Hör auf jetzt. Nicht immer ungefährlich war. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich ihn vor einer Armee aus Skeletten wegzerren musste, weil er irgendeinen staubigen alten Wand. Also diese Lea, ne? Das war mir von Anfang an klar. Sobald die wieder dabei ist, dann hört das Reden hier nicht mehr auf. Das hört hier nicht mehr auf. Kennt ihr solche Leute auch im Real Life? Also ich schon. Du stellst eine Frage, ne? Eine Ja-Nein-Frage und dann labern die ihre komplette Lebensgeschichte runter. 50.000 Jahre ungefähr. Und du kommst nicht mehr zum Atmen, weil die ohne Ende reden einfach. Und genauso ist Lea auch in diesem Game. Und sie kann nicht mal kämpfen. Sie kann einfach nicht mal kämpfen. Sie hat nicht mal einen Lebenspunktebalken, ja? Das sagt ja schon alles aus über ihren Charakter. Die ist einfach nur hier, um zu reden, ja? Sollte Friseurin werden. So, da geht es jetzt tatsächlich weiter. Da oben ist dieses Portal aufgetaucht, was vorher nicht da war. Und die Gegner waren ja auch schon alle besiegt hier in diesem Gebiet. Das ist natürlich auch sweet. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Ja, dann macht doch. Uralte Wasserstraße. So, wir müssen hier insgesamt zwei Hebel betätigen und dann den Eingang zum überfluteten Durchgang öffnen. Das wird ja bestimmt spannend. Keine Zeit für Nettigkeiten. Ich glaube, ich habe Billigas Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um Kulls Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das überhaupt möchte. Durch die Aquädukte. Ich dachte, Aquädukt ist sowas wie, ja, der Abfluss aus der Toilette, so ungefähr. Aber Gott, wenn die das wollen. Im Ort liegt der charakteristische Gestank von Dämonen. Sehr widerlich. Es ist Belial. So lange erlebt es ganz Chaldeum im Belagerungszustand. Onkel Deckard hatte die Theorie, dass die Dämonenfürsten Dämonen zurücklassen. Ganz so wie wir Fußabdrücke. Glaubt ihr das? Ja. Je mehr ich die Bücher meines Onkels studiere, desto mehr erkenne ich, dass sogar ich seine Weisheit als selbstverständlich betrachtet habe. Diese Lea, ne? Die labert und labert. Das in der Kanalisation. Und jetzt will natürlich der Schuft sie auch begeistern, denn er steht ja insgeheim auf sie. Das wissen offiziell nur die wenigsten. Aber in den Insider-Infos, da weiß man, dass der Schuft auf Lea steht. Ne? Der Schuft steht, glaube ich, auf jede Frau in diesem Game. So ein richtiger Gigolo ist das. Und deswegen will er sie natürlich beeindrucken mit seinem mächtigen Wortschatz und so. Und deswegen plaudert er jetzt auch die ganze Zeit. Oh Mann, ey, was für eine Truppe habe ich hier nur beisammen gesammelt. Ich glaube, wenn ich die Zauberin dabei hätte, dann wäre das hier nur ein richtiger Zickenkrieg geworden. So wie bei, weiß ich nicht, Germany's Next Topmodel oder so. Hier ist Ötzi! Der Ötzi einfach! Ötzi, der Verfluchte, ja. Wahre Belohnung. Klingt ja nett. Und man fragt sich natürlich, um was handelt es sich bei der wahren Belohnung? Ist das eine wahre Belohnung? Ist halt gar nicht so schlecht, wie ihr aussieht. Für wen ist denn das?
Templar-Relikt. Ach so. Ja, den habe ich leider nicht dabei. Habe ich nicht dabei. So, was haben wir jetzt hier schon wieder Neues freigeschalten? Also super viel, ne? Desintegration. Erhöht die Breite des Strahls. So, aber jetzt können wir von dem Strahl getötete Gegner haben eine Chance, zu explodieren. Klingt eigentlich auch geil, ne? Ich glaube, ich probiere das mal aus. So, da haben wir hier was Neues für Vertraute. Funkenflug beschwört einen feurigen Vertrauten, der den von euch verursachten Schaden umzieht. Ich mach das einfach mal. Ja. So, und was ist hier? Archon. Verwandelt euch 20 Sekunden lang in ein Wesen aus reiner Arkanenergie. In Archon-Form werden die normalen Fertigkeiten durch mächtige Archon-Fähigkeiten ersetzt. Euer verursachter Schaden wird um 30% erhöht und eure Rüstung und Widerstände werden um 150% erhöht. Jeder in Archon-Form getötete Gegner erhöht den von euch verursachten Schaden um 6%. Klingt eigentlich auch ziemlich sweet, ne? So, und wir haben die Möglichkeit, eine neue passive Fertigkeit hier reinzupacken. Zum Beispiel kaltherzig. Gegner, die von euch unterkühlt oder eingefroren werden. Ja, ich habe hier nichts, mit dem ich einkühlen kann. Ich bin eher so der Fire Mage, ne? Dann nehme ich doch das gute alte Verschwimmen wieder, ne? Das gute alte Klassiker Verschwimmen hatten wir früher schon. War richtig geil. So, was haben wir denn jetzt hier? Vertrauter. Beschwimmen wir den mal. Richtiger Boy. Und dann Archon. Anstelle der Explosion. Alter Schwede. Arkane Explosion. Lässt eine... Ich brauche mehr Zeit. Okay, interessant. Bestes, die hat nicht mal Abklingzeit. Nicht mal Mana-Verbrauchskosten. Alter Schwede, wie heftig haut das denn rein? Okay, ich glaube, ich mag diese Fähigkeit. Ich glaube, ich mag das. Jetzt habe ich nur die eine getestet, nicht? Aber unsere anderen Fähigkeiten waren ja auch jetzt ersetzt worden. Also die Mausklick-Fähigkeiten. Da muss ich gleich nochmal gucken, wenn ich das nächste Mal den Archon aktiviere. Aber erstmal hier die Gegner jetzt einfach so plätten. Die richtige Kackbratzen, die sich hier in den Weg stellen. Ich weiß gar nicht, was die sich hier ausmalen, ey. Die malen sich hier aus, als ob die eine Chance hätten. Was haben wir denn Schönes bekommen die ganze Zeit? Nur Müll. Nur Müll! Ohne Ende Müll! Euer Grab wartet! Schau. Also der Pfeil zeigt ja schon, in welche Richtung wir ungefähr gehen sollen. Ich frage mich immer noch, ob dieser komische Begleiter hier wirklich gut ist. Dieser Vertrauter, wie der heißt. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Aber ich behalte den jetzt einfach mal eine Zeit lang. Ja, mache ich einfach. Damit der direkte Vergleich nicht unbedingt hier auf der Hand liegt. So, westliche Ablaufsteuerung. Oh, guck mal, die großmeisterliche Ausrüstung, den nehme ich aber doch mal direkt nochmal mit. Hätte ich die verpasst, ey, ne? Das wäre ja jetzt wieder was gewesen. Hätten sich alle beschwert. Leider Vitalität. Aber das Ding ist so gut. Das Ding ist einfach so gut, dass ich das, glaube ich, trotzdem nehme. Auch wenn das Vitalität hat und ich dadurch Schaden verliere. Na gut, nehmen wir es mal. Und hier ist der sagenumwobene Hebel, den ich betätigen soll, ne? Ja, machen wir das doch. Oh, jetzt plärrt das Wasser darunter bei Harkan. Und seiner Dönerbude. Das war früher sein Job, bevor er Kaiser wurde. Wie ich unser Glück kenne, wird der Hebel ganz weit hinten sein. Haben die extra damals so reingeschrieben in die Stellenanzeige. Gesucht wird neuer Kaiser für Kaldeum. Gewünscht sind Dönerbudenausbildung. Und da konnte sich Harkan natürlich direkt bewerben. Ich muss an meiner Stelle ja sagen, dass ich nicht so der allergrößte Dönerfan der ganzen Welt bin. Das ist eine Sache, für die ich oft verachtet werde. Aber es ist einfach so, ich mag Döner nicht so. Also vom Geschmack her ist gut, ja klar. Aber der ist so umständlich zu essen irgendwie. Und deswegen ist das nicht so mein Favorite. Alle Lea, ne, schon wieder. Die gute alte Lea. Ich laber einfach über die rüber, weil mir die auf den Senkel geht, ja. Die haben auf den fucking Senkel. So schlimm, dass da fast schon ein Knoten drin ist. Ja, und die Stadt wurde auf Geheimnissen erbaut. Die Lea, ich wünschte, man hätte auswählen können, ob man sie mitnimmt oder nicht. Dann hätte ich definitiv auf Nein gedrückt. So ein ganz beherzter Druck auf die Nein-Schaltfläche. Das wäre der größte hier Spaß am Spiel. Oh, guck mal hier. Archon-Fähigkeiten, juhu! Ist dieser Strahl jetzt noch geiler? Der ist immun hier, was ist denn das? Ist immun, Immunität? Finale Begrenzungen. Das sind diese Namen, ey. Diese Namen einfach. Was ist denn das? Das sind Hosen. Mit Intelligenz und Vitalität. Zwei Sockeln plus Erfahrung. Und Spektralklinge, den ich nicht benutze. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so unfassbar cool, oder? Ha. Es sind natürlich zwei Sockel drin, die ich diesmal richtig sockeln könnte.
Ich glaube, ich nehme ich das? Ich nehme das. Ich nehme das, komm. Passt doch ein bisschen besser zu meiner Rüstung, oder? Nee, das habe ich mir eingebildet. Aber von hinten sieht der Charakter jetzt richtig cool aus. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Aber schön so ein richtiger White Knight, ne? Der weiße Ritter. Was ist denn das jetzt schon wieder? Seltenes Amulett. Intelligenz, Vitalität, Leben pro Treffer. Was? Hier stinkt es ziemlich, ne? So. Mehr Gold von Gegnern plus Erfahrung. Ich glaube, das nehme ich aber sowas von. Kann mein Freund hier so ein Amulett tragen? Bringt ihm das was? Ich gebe ihm das einfach, ja? Und kann er gucken, was er damit anstellt. So, währenddessen. Östliche Ablaufsteuerung, ja? Gibt es hier noch eine Truhe vielleicht? Ne, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, dann pressen wir den Hebel und schauen, was passiert. Da öffnet sich tatsächlich ein Durchgang in der Haupthalle. Sollte zu den trostlosen Sanden führen. Die trostlosen Sanden, der richtige Ort für die Emo-Boys. Eine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt. Wie fantasievoll. Würdet ihr es besser hinbekommen? Das werdet ihr schon sehen, wenn wir meine Archive erreichen. Irgendwie traue ich in diesem Spiel niemanden. Auch dieser Soltun Kul, der kommt mir auch schon wieder so ein bisschen spanisch vor, muss ich sagen. Der hat schon so eine tiefe Stimme und wir wissen, alle Leute mit tiefen Stimmen sind irgendwann immer mal ganz schön böse Boys, ja. Die von Santa keine Geschenke bekommen zu Weihnachten. Also, ich sage nur, achtet auf Soltun Kul. Ich habe da, weiß ich nicht, bin ja ein bisschen misstrauisch. Aber gut, das nächste Mal, wenn wir Diablo 3 zocken, betreten wir den überfluteten Durchgang. Dann schauen wir mal, was da so abgeht, ob man da durchtauchen muss. Und ob wir vielleicht ein paar geile Items finden, ja? Seid auf jeden Fall dann wieder dabei, denn das wird ein großer Spaß für Jung und Alt, für alle Treasure Hunter und Lea. Du hältst jetzt dein fucking Maul. Bis dann, Leute, und Tschüssikowski.